Hey Leute, weiter geht's im Text. Ich bin eure Kotelettstanze und wir spielen hier mal wieder Zelda Link's Awakening DX. Wir haben das letzte Mal hier den Adlerfelsen hinter uns gebracht und ich nehme jetzt hier mal einfach den kurzen Weg nach unten. Und ja, ich schäme mich ein bisschen, aber ich muss zugeben, ich habe mich gespoilert. Ich habe geguckt, wo die Herzteile sind, die uns noch fehlen, weil ich keine Lust hatte, ehrlich gesagt, hier noch stundenlang rumzueiern. Und ich muss auch ganz ehrlich zugeben, das kann ich euch schon mal sagen, die hätte ich jetzt so schnell nicht gefunden. Also möglicherweise irgendwann mal, aber ganz sicherlich nicht innerhalb der nächsten Minuten oder Stunden. So, hier sind wir auch schon richtig. Und zwar, wo ich es gelesen habe, gut, ich habe mich wieder erinnert, dass ich das früher mal gefunden habe. Und hier oben haben wir ja auch, sind wir auch mal getaucht. Aber das wäre mir jetzt so von alleine nicht mehr eingefallen. Und zwar müssen wir hier links von dem Schlosseingang tauchen gehen. So, möglicherweise hier. Oder hier. Ja, guckt euch das an. Also ich meine, das ist schon echt grenzwertig, das hier zu verstecken. Ich meine, möglicherweise hätte ich es irgendwann gefunden. Vorher kann ich euch aber sagen, wäre das LP, dieses Projekt wahrscheinlich beendet gewesen. Also nehmt es mir nicht übel, aber ich wollte euch ja alles zeigen. Und hier ist also das eine Herzteil. So, und das andere Herzteil, Moment, das muss ich jetzt hier schon mal abhaken. Also ein Herzteil weiß ich, kommt noch, das kenne ich noch. Das am Schloss haben wir uns geholt. Und das andere, was uns noch fehlt, das haben wir sogar schon mal gesehen. Und ich habe gesagt, ja, hier Leute, das holen wir uns einfach später mal. So, später ist jetzt. Das hätte ich nämlich ehrlich gesagt auch vergessen, dass es das da gab. Und dazu müssen wir einmal hier zurückgehen zu dem Friedhof und nochmal die Grabsteine verschieben. Das Herzteil, das haben wir wie gesagt in einer früheren Folge schon mal irgendwann entdeckt gehabt. Hatten damals aber nicht die Möglichkeit gehabt, da ranzukommen. Und ich habe dann einfach gesagt, ja, das holen wir uns, wenn es soweit ist. Und das habe ich einfach schlichtweg vergessen. Also nochmal zurück. Das geht ja fix. Ich weiß, ich hätte mich auch warpen können, aber ich denke mal, wir sind hier schnell genug, wenn wir hier zu Fuß gehen. Ich muss sowieso erstmal gucken, wo das genau war. Irgendwo bei der Hexe. Also nochmal hier hoch. Okay, jetzt haben sie mich so weit, jetzt gucke ich doch. Nach Norden und nach rechts. Alles klar, das kriegen wir hin irgendwie. So, hier. Uah! So, ich meine, das war hier. Genau. Ja, super, ey, du Kackbratze. Das letzte Mal, als wir nämlich hier waren, hatten wir keine Feder. Und konnten uns da, also und kein Enterhaken, und hatten halt keine Möglichkeit, hier rüber zu kommen. Aua. Na? War das doch nicht hier? Hm. Das überrascht mich jetzt ein wenig. Okay, also nochmal ganz in Ruhe. Kann auch sein, dass es ein anderer Grabstein war. Es war auf jeden Fall ein Grabstein. Ich hätte schwören können, dass das diese Stelle hier war.
können ja mal ein bisschen rumballern hier an der in der Höhle. Ich glaube, das habe ich auch mal irgendwann gemacht. Komisch, es hätte eigentlich da oben sein müssen. Also man hookshottet sich hier rüber. Und viele Möglichkeiten bleiben ja hier eigentlich nicht. Das Ding kann ich nicht verschieben. Ich kann mir hier ein bisschen mehr Platz machen. Habe ich das eben nicht richtig getroffen? Fragen über Fragen. Okay. Vielleicht gibt es noch einen anderen Grabstein. Also hier definitiv nicht. Ah, kann nicht wahr sein. Geht mal weg hier, ihr stört mich. Aber ich will jetzt ungerne während der Aufnahme das nochmal genauer recherchieren. Ich weiß nur, dass es ein Friedhof war. Nee. Nee. Hm. Vielleicht war es auch hier. Erstmal alle wecken, weil die mir eh auf den Sack gehen. So, her damit. Hier war es nicht, da auch nicht. Vielleicht gibt es noch einen anderen Friedhof. Das kann doch nicht sein. Sonst verschieben wir das auf später. Dann werde ich das nochmal genauer nachgucken. Okay, wisst ihr was? Ich gucke das jetzt nach. Sollte schnell gehen. So, History. Ich hatte das ja gerade noch in meinem Browser offen. Fundort, Herzteil, Friedhof. Beim Friedhof. Okay. Das ist ein anderer Friedhof. Einer mit vier... So, ich habe das jetzt einfach mal eben nachgeguckt. Das ist so ein... Doch, das ist genau hier. Da steht auf der anderen Seite, sprengt man den brüchigen Stein und zieht sich rüber. Entschuldigung. Ja, hier war mal ein brüchiger Stein, das stimmt. Ach so, dann haben wir das hier vielleicht eingesammelt. Dann lag das hier. Okay, dann entschuldige ich bitte meine... Verwirrung, dann haben wir das doch bekommen. Na komm, spring schon. Ja, oder mach's es so. Alles klar, dann müssen wir halt wann anders nochmal recherchieren. Dann werden wir jetzt auf jeden Fall mal unsere Reise hier fortsetzen. Ich muss überlegen, wo ich lang will. Nach unten, glaube ich. Genau, und zwar diese Folge nochmal ein bisschen Organisation, falls ich das noch nicht angekündigt habe. Und zwar werden wir uns jetzt mal den Boomerang holen. Wenn ich mich nicht völlig täusche, gibt es den in dieser Höhle, wo ich immer gesagt habe, komisch, was ist denn das für eine Höhle? Hier ist ja überhaupt nichts zu holen. Und da gab es auch nichts zu sehen. Aber mit unserer Lupe, die wir ja zwischenzeitlich bekommen haben, sollten wir dort eigentlich etwas sehen können. Und zwar jemanden, der uns dann den Boomerang zur Verfügung stellt. Im Tausch gegen unsere Schaufel. Achso, darf ich noch nicht wechseln. Ich hoffe, dass das Haus jetzt hier überhaupt war, beziehungsweise diese Höhle. Genau er hier. So, dann nehmen wir jetzt mal die Schaufel. Letzte Nacht hat das Meer etwas wirklich Tolles angespült. Ich tausche es mit dir gegen das, was du auf dem B-Knopf hast. Alles klar. Und da haben wir den Boomerang.
Ja, der ist toll, das stimmt. Der macht nämlich unglaublich viel Schaden. So, und dann werden wir jetzt einfach mal Richtung letzten Dungeon gehen. Ich mach das eben zu Fuß. Wir haben ja keine Eile. Und der Weg ist auch überschaubar. So, und auch diesen letzten Dungeon, da haben wir quasi schon mal vorgestanden, ich sag mal mehr oder weniger ohne es zu wissen. Also ich hatte es damals vergessen, aber mit dem Spiegelschild habe ich mich zum Glück dran erinnert. Und ich meine, das war irgendwo hier auf der anderen Seite von diesem komischen Wald. Lass mal eben gucken, wie man hier am besten durchkam. In weiser Voraussicht kann ich ja hier schon mal meine Feder nehmen. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Das sieht schlecht aus. Das ist die Höhle von der anderen Seite. Dann müssen wir mal hier nach oben gehen. Ich will genau da hoch. So, große Frage ist, wie kommt man da hin? Wie kommt man denn da hin? Jetzt sagt nicht, ich muss da von dem Adlerfelsen aus irgendwie runterklettern. Ich meine, es gab auch einen besseren Weg. Möglicherweise hier oben. Nee, hier, oder? Ich guck noch mal lieber, aber ich glaube, hier geht's nur zum Ei. Finale. Oh, da sind wir auf jeden Fall falsch. Einen müssen wir noch. Ach ja. Ja, okay. Hier sind wir richtig. Ich hoffe, ich finde jetzt auch den richtigen Tunnel. Gemeinerweise... Ach komm, das kann doch nicht wahr sein. Gemeinerweise waren wir da oben, wo ich mich anfangs der Folge weggeportet habe, schon eigentlich ganz richtig. Aber ich wollte ja noch ein bisschen Herzteil holen und so weiter. So, es kann sein, dass es hier war. Wenn nicht, müssen wir nochmal ganz außen rum. Nach da oben will ich, glaube ich. Ja, das sieht gut aus. Da ist nämlich auch schon Marien, die wir retten müssen. Also wieder zurück. Gott, Gott, Gott. Geh kaputt. Übrigens, unterm Strich muss ich sagen, hätte ich nicht gedacht, dass wir mit dem Projekt hier so schnell fertig werden. Also ich hätte eigentlich gedacht, dass das Spiel uns noch ein bisschen länger beschäftigen wird. Also tut's vielleicht auch noch, aber viel haben wir nicht mehr vor uns. Hilfe! Link, ein paar Monster haben mich hierher gebracht. Was soll ich jetzt tun? Ich habe Angst. Ja, Link ist doch schon unterwegs, um dich zu retten. Danke, Link. Das war Rettung in letzter Not. Sag, Link. Ach, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Aber, Link, ich liebe dich.
Marin! Huch! Oh, Tarin, der alte Lovebreaker! Tja, dann muss ich wohl gehen. Küsschen! Schuhu, er mal wieder. Uhuhuhuhu, du kennst also das Mädchen, das die Ballade vom Windfisch vor dem Ei gespielt hat? Jenes Lied, das Schlafende aufweckt? Wollte sie etwa den Windfisch aufwecken? Das nächste Musikinstrument ist im Westen beim Reptilfelsen. Mit einem Lied kannst du den Stein zum Leben erwecken. Ja, das Lied, das haben wir ja zum Glück schon. Das ist der Krötenrap. Ich glaube, hier gab's nur... Ach, komm mal hoch. Gab's nur ein Herzteil. Wir müssen, glaube ich, hier... Ah, shit! Nein, wir müssen natürlich nicht darunter. Ah, es tut mir leid. Verdammte Axt. Das ist mir schon mal passiert, glaube ich. Haha, heute nicht. Oh, jetzt müssen wir hier alles nochmal machen. Diesen Tunnel, ne? Hier sind auch schon meine Fußspuren zu sehen. Aber egal, das übt. Das übt, sage ich euch. Manchmal ist es besser, um noch ein paar Folgen rauszuschinden, einfach einen Weg dreimal zu gehen. Wisst ihr Bescheid. Dafür können wir ein bisschen länger die geile Musik hier hören. Das ist die beste Musik in dem Spiel, mal abgesehen von der Ballade selbst. Also ich kenne Super Nintendo Spiele, die einen schlechteren Soundtrack haben. Gegen den habe ich irgendwie immer noch kein Mittel gefunden. So, jetzt hoffe ich einfach mal, dass das hier richtig ist. Ah, das sieht gut aus. Ich glaube, hier wollte ich hin. Oh, jetzt liegt das Ding da auch noch im Weg. Mann, das Ding macht mir die schöne Mucke hier von dem Felsen kaputt. Ich glaube, ich muss hier runter. Ja. Hier war eine Fee, ne? Ne, hier war irgendwas. Ach, hier ist unser Ziel, meine ich. Jawohl. So, Spiegelschild for the win. Einmal durchs Feuer gehen, bitte. Das hier, finde ich übrigens, erinnert an den Brillenfelsen aus A Link to the Past vom Super Nintendo. Das ist ja auch so ein Klassiker. Oh, was haben wir hier? Ich glaube, der kann nix. Boah, Turtle Rock greift mich an. Kann nix, sage ich doch. Yay, Level 8 Reptilienfelsen. So Leute, ich will euch zwar nicht enttäuschen, aber... Oh Gott, das Ding, das ist eine Pein. Ich werde hier gleich einen Cut machen. Damit wir eine frische Folge haben. Wenn ich den hier angehe. So, ich würde mal sagen, ich mache genau an der Stelle jetzt einfach mal ein Päuschen. Und wir sehen uns dann nächste Folge wieder hier im Reptilienfelsen mit Zelda Link's Awakening und eurer Kotelettstanze. Also bis gleich.